Verlustverrechnungen innerhalb von Trading GmbHs und dem Privatvermögen. Ja, wie kann man denn hier ganz einfach steuerlich optimiert vorgehen und was sollte man dazu wissen? Also in dem Zusammenhang gibt es ja schon einiges, was wir auf diesem YouTube-Kanal gemacht haben. Doch vieles ist auch in vielen Werbevideos gerne mal vergessen worden, die es zum Beispiel auch von anderen Plattformen und Anbietern gibt. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Steuern mit Kopf auf YouTube. Also kommen wir heute mal zu einem Thema, das durchaus spannend ist. Denn immer wieder wird ja gerne angesprochen, dass zum Beispiel die Verrechnung von Trading GmbHs vollumfänglich gegeben sei. Weil man hat immer gerne den Vergleich und sagt, ja, Verlustverrechnungsbeschränkungen gibt es denn nur im Privatvermögen, nicht aber bei Kapitalgesellschaften. Und hier muss man ganz klar sagen, das stimmt so nicht ganz. Denn in dem Zusammenhang gibt es auch bei zum Beispiel bestimmten ganz einfach Differenzkontrakten ganz einfach Verlustverrechnungen, Rechnungsbeschränkungen, die aber gerne mal übersehen werden, um natürlich auch hier Marketingversprechungen einzuhalten. Hier gibt es zum Beispiel mehrere ganz einfach, ja sage ich mal, interne Meldungen auch seitens der Finanzverwaltungen, auch von den OFDs und Landesfinanzämtern, die wir zum Beispiel auch in mehreren ganz einfach verbindlichen Auskünften jetzt ganz einfach schriftlich vorliegen haben. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass durchaus manche Verlustverrechnungsbeschränkungen, die gerne immer wieder so propagiert werden, einfach nicht vorhanden sind. Das heißt, in vielen Fällen kann es sich durchaus nicht mal lohnen, eine Trading GmbH in irgendeiner Konstellation zu gründen, primär deswegen, weil es eigentlich nur dein Geld aus der Tasche zieht. Aber warum lohnt es sich eigentlich, eine Trading GmbH zu gründen? Primär dann, wenn du klassisch hier wirklich Vermögensaufbau machen willst und es hier dir nicht um den anderen steuerlichen Vorteil, wie zum Beispiel Verlustverrechnungsbeschränkung gibt, denn das ist mittlerweile seit einigen Beschlüssen hier zu 163 der Abgabenordnung sowieso hinfällig. Und da ist es auch so, dass es aber auch hier weitere Optimierungsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel kann man an der Stelle natürlich hier auch, sage ich mal, Verträge, Kapitaleinkünfte über das Privatvermögen laufen lassen, diese dann zum Beispiel auch ganz einfach hier in der Kapitalgesellschaft geltend machen und umgekehrt, sprich zum Beispiel, man hat hier natürlich im Betriebsvermögen zum Beispiel eines Einzelunternehmens auch Ausgaben, die natürlich hier an eine Trading GmbH laufen, um zum Beispiel auch später eine Umsatzsteuerpflicht zu generieren und einen Vorsteuerabzug. Des Weiteren gibt es auch einige Konstruktionen mit Blick auf GmbH und Co-KGs, wo man durchaus eine ja, bessere Liquidität auch für das Privatvermögen schaffen kann und vor allem auch viele ganz einfach Probleme hier mit Blick zum Beispiel auf die Verwaltung von einer Trading GmbH wegfallen. Du willst noch mehr? Auf steuermitkopf.de findest du unsere brandneuen Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir direkt zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Grundsätzlich ist es schon mal so, dass man ganz klar diese ganz einfach kritischen Punkte immer im Blick haben sollte, denn gerne wird so eine Trading GmbH mal als Allheilmittel verkauft, doch man muss sich hier individuell damit auseinandersetzen, dass man sagt, naja, nur wegen Termingeschäften eine Trading GmbH gründen, das ist sowas von 2021. Und wenn du weitere Fragen zu diesem Thema hast, dann gerne einfach mal unten rein in die Kommentare, denn wie gesagt, es gibt weitere Ansätze und dazu können wir dich auch gerne mal beraten. Du willst mehr von Steuern mit Kopf? Dann schau gleich mal vorbei auf steuermitkopf.de. Mit unseren Online-Kursen und Fachbüchern erklären wir dir die Welt der Steuern. So einfach wie nie. Individuelle Steuerfrage? Auch kein Problem. Buche jetzt deine 30-minütige 1:1 Online-Beratung bei mir oder einem anderen Steuerberater aus unserem Team.